Ja, und damit herzlich willkommen zurück zur Folge 599. Hey! Am Bug, das sehe ich nämlich gerade so rum hier. Keine Ahnung warum. Ja, also, wir haben jetzt noch eine Folge Zeit, bevor das ist. Ich habe das ausgerechnet. Also, F1. Und wir haben noch eine Folge Zeit und ich habe überlegt, was wir in der einen Folge jetzt machen. Ich war aber gedacht, dass wir Bäume fällen, eventuell, müssen wir mal schauen. Wir wollen ja hier in der Folge 601, wollen wir ja hier das... unser Wolkenschloss endlich zu Ende bauen. Da ich aber jetzt nur 598 Folgen habe und mir eine Folge noch fehlt... Wo ging sie jetzt hoch? Hey, wo kam ich denn hier hoch? Lang nicht mehr hier oben gewesen, ne? Hier war das doch irgendwo, oder? Kam ich im Haus hoch? Ach ja, klar, ich kam hier hoch. Stimmt. Jo, backt doch gar nicht die Welt. Das ist ein Lavasee, nur eine Ende drunter. Gehen wir jetzt einfach mal ganz kurz ein paar Erzdinger holen. Und wir wollen ja hier oben, die Insel sieht ja noch recht viereckig aus. Und wir wollen die ja bearbeiten. Ups, da ist das Pferd ersoffen. Und wir wollen ja da arbeiten. Und nur arbeiten können wir nur mit einem guten Gerüst. Und deswegen hole ich uns jetzt kurz ein Gerüst. So. Lackt echt gerade ganz schön. Achso, siehst du mal, ich habe noch was vergessen zu schließen. So. Da war nämlich der Browser noch offen. Ah, es lackt trotzdem ganz schön gerade. Muss ich schon erstmal regenerieren. Und in die Blumen rein. Ne, hat nicht ganz funktioniert. Stell mal das Pferd mal auf dem Marktplatz ab. So. Und ab morgen gibt's dann für euch... Oh, oh. Könnt sich echt langsam mal regenerieren, die Welt. Wir machen mal was, Moment. Wir gehen nochmal kurz raus und gehen nochmal kurz rein. So, jetzt hat es sich gefallen. Alter, guckt euch das mal bitte an. Und ich habe keine Pfeile dabei. Okay. Das wird heftig. Nein! Boah, genau das habe ich befürchtet. Was? Hui! Da... Autsch! Vielleicht kriegt man eine Schaltleiter durch den Creeper. Oder auch nicht. Aua. So. Mit leichten Verlusten... haben wir es dann doch geschafft. Da ich eh gerade Erde hole, ist das nicht so tragisch jetzt. Boah, was spawnt denn hier alles, ey? So. Der Pfeil, den ich gerade bekommen habe. Und, also die Folge würde so 15 Minuten gehen. Ich werde ganz kurz das Gerüst aufbauen und anfangen aufzubauen. Soll wirklich nichts Großes werden. Mein Kumpel sitzt auch hinter mir, der Warbase. Den kennt ihr vielleicht noch aus früheren Folgen. Ihr müsst doch mal wieder mitmachen im Let's Play. Schon lange nicht mehr der Fall gewesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, da wir gerade eh noch immer ein bisschen warten müssen auf jemanden, nehme ich einfach mal noch schnell die Runde auf. So. Da lacht er gerade im Hintergrund über Dinge, die ich nicht verstehe. Und wir holen uns Erde. Steine und Koppel. Haben wir jetzt auch noch Erde? Oh ja, haben wir noch. Sehr schön. Und mehr. Das wird eine echte Menge Erde kosten. Da komme ich gleich einmal mit. Ich kenne mich ja, ich tue immer zu kurz kalkulieren. Er hat kurz gesagt. hab ich. Das Diamantschwert lasse ich mal lieber hier. Habe ich echt keinen Bock, das zu verballern. Aber am Level 39 könnte man, 29, könnte man probieren, dass ich meine Axt reparieren kann mit Diamanten. Haben wir die hier drin? Ja, hier haben wir noch Diamanten. Ich nehme mal 4 mit. Soll gleich reichen. Gleich entspringt mir eine Spinne. Gegen. Nö, okay, doch nicht. Und dann schauen wir mal, was wir hier am Amboss reparieren können. Schön tut so, dass hier nichts reinläuft.
Haltbarkeit, Effizienz, genau, will ich reparieren. Level 18, Level 20, Level 28 und komplett repariert. Das ist sinnlos, guck mal hier, Level 28. Für das bisschen noch 3 Level extra und einen Diamanten. So, repariert. Haben wir zwar keine Level mehr, aber wen interessiert's? Mit der Schaufel muss ich auch aufpassen. Die geht auch bald down. Was ich mich jetzt gerade frage ist... ob wir noch... ob unsere Monsterfalle jetzt überhaupt auf dem neuesten Stand ist nach dem Crash. Da habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert, ob die Monsterfalle noch den richtigen Stand hat. Lol, ist das wie ein Zeichen hier. Zeichen. Jetzt habe ich mein Pferd auf dem Markt stehen lassen. Naja, alles stimmt. Haben wir gerade... nee, aber... das können wir machen. So, und holen wir uns hier noch ein paar Zombies. Um mal ein bisschen Level zu bekommen. Wir hatten ja mal die Idee, dass wir hier auf der Insel daneben gleich auch noch so einen Turm machen. Dass wir uns dann mit Enderperlen halt später hin und her porten können. Ich weiß auch nicht, dass es gleich hinterm ist, habe ich gemerkt. Werden wir auf jeden Fall noch machen. Aber ist halt die Frage, wie wir es machen. Unsere Festung gibt es jetzt nicht mehr. Die ist ja nicht doch einmal nachgebaut worden von mir. Headshot! Ihr müsst nicht überall explodieren. Stopp. Dann werde ich jetzt einfach mal hier mit so einem Gitter beginnen. Müssen wir dann logischerweise in den nächsten Folgen noch Leitern anfügen, damit wir hochkommen. Das ist jetzt erstmal nur zum für das Erste. Damit wir halt hier unten drunter ordentlich arbeiten können und hier auch noch einen Kreis basteln können. Oh. Dann mach ich das mal andersrum. So. Babam, babam. Chillige Musik. Wo bin ich denn jetzt hier? Ja, genau so soll das Gitter eigentlich sein. Wir bauen es halt aus Erde, weil wir wollen es ja im Endeffekt wieder abreißen, das ganze Gitter. Das wird auch nochmal eine schöne Aktion. Ich habe halt überlegt, ob ich einen Flugmodus mehr reinmache, aber ich habe halt keinen Flugmod drin. Ich habe nur den kompletten Game-Mode ändern drin und da habe ich echt keinen Bock dazu, dass ich mir das hier ercheate. Das hat man ja damals bei einer Mühle gemacht, weil ich die Mühle nicht so bauen konnte oder ungern so bauen wollte. Da hat man dann im Flugmodus das alles gemacht und haben dann halt das weggeschmissen, was wir verballert haben. Kann man machen, muss man aber nicht. So, hier machen wir uns mal eine kleine Brücken, damit wir wieder runterkommen nachher. Achso, hier hätte es auch geklappt, alles klar. Oh, ganz schön groß die Insel. Jetzt habe ich mich gerade an der Strippe vorhanden. Moment. So. So. Das ist die größte Sorge ist gerade so ein Skelett auf dem Hügel, das mich einfach mal runterschießt. Ach guck mal, da unten seht ihr das Wasser? Da sind wir mal vor... ich glaube vor 400 Folgen sind wir da explodiert. Müsste es gewesen sein. Das war kurz vor der 300. Folge. Nee. Also vor 300 Folgen. Wo wir hier gerade gebaddelt haben. Wo wir hier gebastelt haben. Und da sind wir auch in die Luft geflogen. Und ich glaube, das war da. Vertrauen und Folgen sind wir da unten gestorben. Juhu! Ne, gestorben sind wir gar nicht. Hier kurz was essen. Und neue Erde. So. Ja, wie gesagt, da wir jetzt... was ist mit dem? Ach, der brennt. Wir sind ja jetzt momentan in Folge 599. Morgen kommt 600. Folge, wo ihr alles mehr oder weniger zu sehen bekommt, was ich
jetzt bei der Wiedererstellung des Standes gemacht habe. Da bekommt ihr nochmal alles zu sehen. Und ja. Da könnt ihr dann auch mal schon mal drunter schreiben hier unter das Video, was genau ihr bei dem Wolkending, was wir hier gerade jetzt basteln, also unserem kleinen Palast hier, unser Sky Island, wie wir es genannt haben, was wir da noch basteln wollen, was ihr da hinhaben möchtet, wie es aussehen soll, schreibt einfach mal in die Kommentare rein und dann können wir uns danach richten. Jetzt sind noch 2 Folgen Zeit jetzt, ne? Und auch dann werde ich es bestimmt nicht in einer Aufnahme fertig basteln. Ich bin mega gut drauf. So, hier haben wir noch etwas, um hier noch hinzukommen. Viel wieder Erde. Silber ist für Erde schon für das Gerüst verballern. Nee, ich hätte es voll falsch gemacht. So. Aber reicht noch nicht ganz. Bom, bom, bom. So, passt als Gerüst eigentlich. Jetzt müsste man noch ein Gerüst, was höher geht, anbasteln und noch eins, was tiefer geht. So. Da müssen wir noch ein bisschen ran an die Wand. Genau. Oh, und Elfenlied im Hintergrund, das ist auch geil. Und das sind wir uns hier noch einen Weg lang. Und die Folge ist auch gleich wieder vorbei. Das war wirklich nur eine kurze Folge zum Großbasteln und dann sehen wir uns dann morgen in einer Speed-Up-Folge übrigens. Das kann ich schon mal verraten, es wird auf jeden Fall Speed-Up, weil ich kann ja nicht die ganzen 5 Stunden, die ich da gebastelt habe, in eine Folge reinpacken. Das wäre ein bisschen viel. Deswegen ist es extrem beschleunigt. Aber man erkennt eigentlich ganz gut, was passiert ist. So. Also ich habe so das Gefühl, wir werden auf jeden Fall 1-2 Mal sterben, wenn wir das hier versuchen, dann nachzubauen. Sieh es kommen. So. Ja, hier müsste es eigentlich vielleicht gleich weitergehen, gell? Kommen wir auch nicht einfach so ran, das heißt, wir müssen hier eigentlich auch erstmal ein höheres Gerüst basteln. Das bastel ich mal bis hierher. Dann sollte man eigentlich an beide Seiten gut rankommen. Ja, komme ich bis dahinter, siehst du? Aber ich auf jeden Fall, dass wir in der nächsten Folge schon mal der Daumen sehr wehtun wird, weil mit dem halte ich das drückt, hast die ganze Zeit gedrückt, damit ich nicht runterkrache. Lege ich mir schon mal Eisbeule parat dann. So, was kann ich bis ganz hinterziehen? Okay. Ach ja, ich weiß gar nicht, über was ich reden soll. Ich habe jetzt auch gar kein Thema zu euch gelegt. Eigentlich wollte ich hier Bäume fällen gehen. Jetzt schon über Gott und die Welt geredet. Aber, ja, ne? Ich könnte so anfangen, hier über den Osten und seine Probleme zu reden, aber das habe ich echt keine Lust im Let's Play über sowas zu labern. Da höre ich lieber der lustigen Musik zu. Ja, ne? Und ich habe ja eigentlich mal geplant gehabt, das habe ich vor Ewigkeiten, habe ich das mal rausgehauen, habe ich gesagt, dass wir da unten einen Wasserfluss hinbauen. Mir schwebt noch eine andere Idee vor. Und dann habe ich überlegt, wenn ich das so ein bisschen wie so eine Sanduhr aufbaue, wisst ihr wie? Aber nicht so, also nicht so, als dass es ein konkreter
konkrete Halterung ist, sondern ich würde das eher so machen, wie so drei, vier gebundene Spiralen, die hier nach oben gehen und diese Insel festhalten, wenn sie einmal fertig ist. Das fände ich auch ziemlich cool. Und dann könnte man gucken, was man da unten hin bastelt. So dass es halt wirklich wie so ein fantasiemäßiges Gebilde eher aussieht. Nicht nur wie eine fliegende Insel, sondern eher so wie so eine auf einen ausgehauenen Felsen stehende Festung. So. Das sähe, glaube ich, richtig cool aus. Würde aber auch eine Menge Arbeit machen, aber da müssen wir mal schauen. Also wenn ihr Optionen habt, was wir da machen wollen, oder wenn ihr für einen dieser beiden Optionen seid, dann schreibt das auch gleich mal in die Kommentare herein. Komm ich da... Ja, komm ich da, Moment. Flup, so. Ich denke, dass ich hier runterfalle. Hier müssen wir was, hier in diese Berge muss man auch irgendwas reinzimmern. Das sieht so richtig geil nach großen Fenstern aus. So. Dann basteln wir jetzt hier noch einen Ring hin. Passt das? Machen wir sogar ein bisschen zu tief wahrscheinlich. Ich glaube, wir gehen da eins höher. So. So, was habe ich jetzt gerade... Hä? Achso. Guck mal, sieht voll nice von hier hinten aus. So dieses kleine Farmhaus da. Ich muss sagen, das neue gefällt mir sogar vielleicht ein bisschen besser. Die neue Blumenfarm. Auch nur ein bisschen. So. Schon wieder die Erde alle. Ganz kurz mal AFK. So, da bin ich kurz und ich merke gerade, ich habe gerade AFK gesagt. Echt zu viel LOL in letzter Zeit. Ja, stumm mal noch ganz kurz für das Gerüst. Bis dahinter ziehen. Aber das ist... Könnte ich theoretisch sogar das Gerüst an der Stelle um die Leiter herum machen. Dann komme ich von der Leiter aufs Gerüst drauf. So hier, genau. Das heißt, ich brauch gar nicht diesen Säule da drüben. Ich komme dann einfach ganz easy hier rüber. Ja. So, dann komme ich einfach hier hoch. Dann kann ich auch noch von hier... ...nach hier... Dann mal alles verbunden. So. Ich glaube, wir werden uns da mal Stiefel mit Sprungfeder holen. Damit wir, falls wir wirklich fallen sollten, nicht sterben sofort. Die sind, glaube ich, für Arbeiten in diesen Höhen eher prädestiniert. Boah, ich benutze Fremdwörter, ich bin so cool. So. Und wir bräuchten Fackeln, damit ihr was seht dann noch. Das müssen wir auf jeden Fall merken für die nächste Folge. Hier geht's dann noch hoch, auf die Dings. Und hier kann man dann runtergehen. Hier können wir auch irgendwas hinstellen, was weiß ich. Zum Arbeiten. Ja, das war's dann für diese Folge erstmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann wird auf jeden Fall erstmal da oben weitergebaut und dann wird irgendwann hier unten drunter das ganze Ding abgehoben. Das wird eine Menge Arbeit noch machen, aber es wird auf jeden Fall sich lohnen. Ja, bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.